Hallöchen, meine Fußballfreunde da draußen und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Football Manager 23. Erstmal vorab, falls ihr es schon gesehen habt, ich habe eine Umfrage gemacht und zwar unter Community bei mir auf dem Kanal. Da könnt ihr ja abstimmen. Ich habe noch ein Fußballspiel geplant, aber ich weiß nicht, welches es genau machen soll. Deswegen habe ich da drei zur Auswahl, einmal Anstoß 2022, das neue, was rauskam. Aber da habe ich gehört, dass das noch einiges verbuggt sein soll. Dann hätte ich dann noch Anstoß 3 und von EA Fußballmanager 22, je nachdem, wie lange das jetzt noch dauert, bis 23 davon rauskommt, ist ja auch die Frage immer. Sind ja immer Leute, die das machen. Würde mich auf jeden Fall interessieren, weil, wie gesagt, ein Fußballspiel würde ich noch mit euch machen. Komplett. Könnt ihr ja, wie gesagt, gerne da eine Umfrage teilnehmen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Dementsprechend, wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal hier weiter, würde ich sagen. Wir spielen gegen Rot-Weiß Essen, haben wir gerade gesehen. Wie sieht unser Terminplan aus? Ja, wir haben wieder eine englische Woche, ne? Gegen Essen und Mannheim. Ich denke mal, wir machen beide Spiele. Also gegen Essen und Mannheim machen wir. Und was ich gerade gesehen habe, wir haben fast die Hälfte der Spiele gemacht. Wir haben noch drei Spiele, dann haben wir die Hälfte der Spiele gemacht. Also. Dann haben wir schon so gesehen die halbe Saison durch. Ja, wir kriegen halt unsere Spieler nicht so ganz los, ne, würde ich sagen. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Kriegen wir halt einfach nicht los. Ach ja. Warte mal. Ah, okay. Ja, gut. Wir machen doch nur ein Spiel. Weil danach ist Pause nach Rot-Weiß Essen. Alles klar. So, der wechselt nach Hansa Rostock. Kann er ruhig machen. Dann haben wir wenigstens ein bisschen wieder was in den Kassen spült. Da haben wir trotzdem nicht viel Geld, aber ne? Ihr wisst schon mal, die meinen. Ja, wir lassen jetzt die Aufstellung so. Das Einzige, was geändert wird, ist, dass der. Ach, Stendera ist ja verletzt, ne? Genau. Bin ich aber überlegen. Den registrieren kann man nicht normal, ne? Naja, müssen wir warten. Wahrscheinlich bis ja, nach der Winterpause. Der ja, wird auf jeden Fall lange sein. Den Lackenmacher, da bin ich jetzt am überlegen, den lassen wir, glaube ich, erst drin. Oder. Ah ne, ich mache mal Skenderovic schon einfach an rein. Wo Lackenmacher ist halt der, der die Top-Werte hat. Novak lassen wir drin. Ich dauere seine Spielpraxis weiterhin. Ja, das war's eigentlich, ne? Ja. Der ist leider unregistriert. Den Knöffel. Ja. In der zweiten. Kann man den dafür registrieren? Nee, ne? Ne, kann man nicht, ja. Schade, schade. Da müssen wir warten wahrscheinlich. 1860 München gilt als Favorit für das Duell gegen Rot-Weiß Essen. Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Moll soll rein. Lackenmacher? Kommen die auf solche eine Aufstellung? Ne? Mogalla auf der rechten Seite. Stimmt, der kann ja auch auf der rechten Seite spielen. Ja, das Problem ist, wenn die zweite nicht so viel Kohle fressen würde, ne? So, Halle spielt 0-0 gegen Saarbrücken. Also, ich meine jetzt mit Testspielen. Wenn wir da jetzt nicht Testspiele da irgendwie Kohle verwenden müssten. Ich sag mal so, wenn wir jetzt ein Verein wären, der eine Menge Kohle hätte, dann wäre das schon wieder was anderes. Aber so geht das halt schlecht. So. Kretschmann, auch gut trainiert.
tadelloses Verhalten hat der Junge, obwohl er nie eingesetzt wird und den gerne loswerden wollen. Trotzdem hat er ein tadelloses Verhalten. Sieht man halt nicht überall, ne? Ja, wir müssen mal gucken. Also, wie gesagt, da wird halt jetzt lange sein, wo wir halt kein Spiel oder so haben. Wenn man nicht. Meidet das Spiel mit dem schwachen Fuß. Okay. 3-3 die U19. Boah, siebter Platz sind sie. So, wir spielen jetzt auf jeden Fall gegen die RWE. Dann machen wir das doch mal. So, Lakenmacher ist vorne, Vrenetzi links, rechts Kobylanski. Da war ich ja am Überlegen, ne, ob ich mal den Bär einsetzen soll. Ich glaube, das mache ich auch mal. Ich setze mal links den Bär ein, Vrenetzi kommt mal auf die Bank, würde ich sagen. Ja. Genau. Machen wir mal so. Lakenmacher hat nicht viel Spielpraxis, dann weiß ich doch. Das sagen sie mir so oft. So, dann wollen wir mal. Wir spielen zu Hause. Da sind wir doch mal gespannt. Aber man muss sagen, die Essen haben eine sehr interessante Mannschaft auf jeden Fall. Stehen auf Platz 6. Mal gucken, wenn wir gewinnen. Ja, ich denke mal, die überwintern auf Platz 6. So, Anstoß. Aber wir sind im Ballbesitz. Morgalla, Rieder, Wein. Ah, Ballverlust von Lakenmacher. Ja, Problem ist, wir haben auch kein richtiges Gehaltsbudget mehr. Also besser gesagt, wir haben gar nichts mehr. Deswegen, wir können halt nur mit dem Plan, was wir jetzt hier haben. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn wir in der zweiten Liga aufsteigen, wie viel Budget wir dann haben. Weil man muss auch bedenken, da hauen auch einige Leute ab. Wie zum Beispiel der Lex wird dann auf jeden Fall da gehen. Ja, und andere Wein zum Beispiel, mit dem möchte ich auch nicht verlängern. Muss ich echt nach ablösefreien Spielern schauen für die nächste Saison. Aber normalerweise kann ich das auch erst machen, wenn ich mit dem Budget planen kann. Ja, ist aber die Frage, wie viel Budget hat man in der zweiten Liga, ne? Naja, haben wir auch nochmal Glück gehabt. Aber wir fordern mal von den Jungs mehr. Einfach mal ein Kopfball, ne? Ah, sehr gut gemacht von Goden. Den Ball kriegen wir den auch, ja. Aber wir hatten bis jetzt noch keine Chance. Paul Novak hat was abbekommen, ja super, fängt ja schon gut an. Ja, sehr schön. Jetzt Lakenmacher. Uiuiui, was war das denn? Ja,
Ja, so langsam kommen wir aber. Wir kommen in der Partie jetzt Gordon mit dem Eckball. Weil wir haben schon mehr Schüsse jetzt drauf. Kobylanski! Jawohl, 1 zu 0. Kobylanski, der Torschütze. Sehr schön gemacht. Einfach mal voll drauf gehalten. Hier sehen wir nochmal den Eckball. Ja, das sind so Sachen, auf die spekuliere ich gerne. Und dann Kobylanski, zack. Haut da das Ding einfach mal rein. Sehr schön gemacht, muss ich sagen. So, Lob für die Mannschaft. Ja, Problem ist bei Novak, wir haben jetzt keinen, den wir da einsetzen könnten. Auf diese Position. Ja gut, man könnte ja versuchen, den Lakenmacher da noch reinzupacken und dann Skenderovic im Sturm. Und jetzt kommt Rot-Weiß Essen. Enali kommt frei zum Schuss, aber der Ball wird abgeblockt von Tim Rieder. Nochmal ein Eckball durch Fandrich. Ja, sehr schön abgeblockt, aber Essen kommt nochmal, aber. Ah, Daniel Heber stand im Abseits, alles klar. Ja, wir führen 1-0 zur Halbzeit, das ist doch schon mal etwas. Ja, wie sieht es mit Novak aus? Ja, der ist halt noch, ne, verletzt jetzt. Kubilanski könnte da noch spielen. Ja, müssen wir mal kurz was ändern. Dann spielt der Kubilanski auf Novaks Position. Dann kommt der Bär auf rechts. Und hier kommt dann der. Ja, Vrenici kommt dann rein. Geht nicht anders. So. Alles klar. Auf geht's. Ist natürlich bitter vom no für den Novak, dass er was abbekommen hat. Sieht so aus, als würden sie jetzt vertikalere Pässe spielen. Ja, der Gordon, ne, der ist auch nicht so fit. Ja, der wird auf jeden Fall gleich ausgewechselt. Lakenmacher. Ja, schade. Ja, sehr schön gemacht. Bär jetzt im Ballbesitz. Der auf Gordon. Wein. Mogalla. Ida. Naja. Ja, Vrenici noch am Ball. Was macht er da raus? Flanke auf Lakenmacher. Und da ist die Bude. 2 zu 0 für den Lakenmacher. Jawohl, geht doch. Warum nicht gleich so? Aber mit was hat er den denn reingemacht? Mit dem Körper oder was? Das sah so komisch aus. Er flankt rein. Ja, doch. Reingeköpft hat er den. Aber sehr gut gemacht von Lakenmacher, muss ich sagen. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Auswechslung. Ja, Lannert kommt auf rechts. Und dann kommt der Steinhardt hier rein. Dann würde ich sagen, der Rieder kommt auch noch mal raus. Dafür kommt der Verlat rein. So. Der Skenderovic kommt später rein. Ah, Lannert kriegt die gelbe Karte erstmal. Ja, in der zweiten Hälfte sind wir auf jeden Fall deutlich besser reingekommen. Also in der ersten war ja gar nichts. Obwohl kurz vor Schluss, sagen wir mal, da ging es noch. Da haben wir ja auch die Bude geschossen. Also der Kobylanski hat ja das Tor da gemacht. Roter kriegt Gelb von Rot-Weiß Essen. Deichmann hat was abbekommen. Ja, der ist sowieso nicht mehr so fit, ne? Der Deichmann. Würde das so machen. Lakenmacher. Was macht er denn da? Lakenmacher spielt mal Box to Box. Und dann kommt der Skenderovic rein. Sonst können wir niemanden reinpacken, ne? Sonst würde ich nur den Glück reinpacken. Für Mogalla. Oder, ne, machen wir mal für Wein. Machen wir den da rein.
Ein Glück. So, Jakob Golz mit einem langen Abstoß. Aber den bekommen wir. Jetzt kommt Skenderovic. Hat den Ball auf Bär. Der schießt einfach mal aus der zweiten Reihe. Aber auch drüber. Ja, ich hoffe, der Novak fällt jetzt nicht so lange aus. So, Steinhardt. Ja, Skenderovic bekommt den nicht. Jetzt kommt Essen mit Krasniqi. Ah, müssten hinten rumspielen, weil wir hinten zu viele Leute haben nach einer Standardsituation. So, Tarnat jetzt. Ah, Morgalla, was macht er denn da? Ah, er spielt genau vor die Füße von einem Essener. Oh, jetzt nochmal Eckball für Rot-Weiß. Ja, sehr schön. Ja, Glück hat halt nicht viel Spielpraxis, ne? Aber guter Zweikampf, muss ich sagen. Harenbrock hat sich verletzt. Dann erstmal gute Besserung. Cedric Harenbrock. Ja, gute Noten bis jetzt. Also wir können auf jeden Fall die Mannschaft mal loben. Ich spiele auf jeden Fall eigentlich einen guten Fußball. 9 Schüsse, 4 aufs Tor. Und Essen hatte noch gar keinen aufs Tor. Schüsse hatten sie, aber keins aufs Tor. Ja. So, Einwurf nochmal. Kobylanski. Langer Ball, aber den bekommt keiner. Nur der Keeper. Der Golz. So, langer, weiter Ball. Aber Morgalla bekommt ihn. Bär jetzt. Immer noch der Bär. Oh, Pass auf Skenderovic. Aber der macht den nicht. Schade. War eine gute Chance. Da kriegen wir noch eine. Nicht so aus. So, Abstoß von Hiller auf Verlat. Der wird auf Hiller. Morgalla. Glück. Verlat. Hiller. Und langer Ball auf Skenderovic. Der bekommt den sogar, aber er köpft den nach vorne, aber da steht ja auch keiner. So, nochmal Lakemacher Kobylanski. Ah, Bär. Vrenezi. Ah, cooler Ball. Ein cooler Ball vom Vrenezi. Naja, ich würde sagen, wir spielen jetzt ausgewogen die paar Minuten. 5 Minuten Nachspielzeit. Gewonnen haben wir auf jeden Fall. Also, das kann uns keiner mehr nehmen. So, jetzt Freistoß für Essen. Aber den bekommen wir raus. Sehr schön. Und es ist Ende. 2-0 gewinnen wir gegen RWE. Sehr schön. Das haben die Jungs sehr gut gemacht, muss ich sagen. Sehr gut, sehr gut. Ja, wir überwintern auf Platz 1. Dresden auf 2. Freiburg auf 3. Gut, auf die Aufstiegsplätze ist eher Meppen. Ja, Essen auf 7. Wir sind einen Platz runtergefallen. Ja, auf die Abstiegsränge. Unser nächster Gegner Mannheim. Dann haben wir Oldenburg, Verl und Hallescher FC. Hier sehen wir nochmal die Endergebnisse. Dortmund 2 spielt 0-0 gegen Aue. Duisburg verliert 0-1 gegen Ingolstadt. 4. Minute Buadus mit Abakalorz mit der roten Karte. Dresden gewinnt 2-0 gegen Zwickau. Viktoria Köln spielt 3-3 gegen Bayreuth. Verl verliert 0-1 gegen Wehen. Elversberg verliert 0-2 gegen Freiburg, die zweite. Meppen verliert 0-1 gegen Osnabrück. Oldenburg verliert 0-1 gegen Mannheim. Wichtige Punkte für Mannheim auf jeden Fall im Abstiegskampf. Scout, okay. Ja, kann auch sein, da war deswegen die 1 bis 3 Tage, okay. Alles klar. Ja, wir können ja noch mal gucken, was die anderen so machen. Da können wir ja mal kurz gucken. Erste Bundesliga schauen wir. Da steht zum Beispiel Bayern auf Platz 1, Dortmund auf Platz 2, dritter Leverkusen, vierter Leipzig, fünfter Hertha, sechster Gladbach und so weiter.
Ja, auf die Abstiegsränge Bochum, Schalke und Augsburg. Sieht natürlich nie so rosig aus für die. Zweite Bundesliga können wir auch mal gucken. Hamburg erster, zweiter Hannover, dritter Darmstadt. Boah. Fast so wie in, nee, also nicht fast wie in echt. Also ich glaube, in echt ist Darmstadt erster, zweiter Hamburg oder dritter ist Hamburg. Ich weiß es nicht mehr. Ja gut, Nürnberg steht eigentlich unten. Ja gut. Einiges durchgerüttelt. Von daher, naja. Also läuft es auch nicht gerade so berauschend dort, ne? So, dann können wir noch in die Top-Ligen hier gucken, England. Ach ja, da können wir ja nicht reingucken, genau. Ja, das haben wir ja. Ja, hätte ich mal. Ich glaube, da muss ich dann noch ändern in spielbar. Weil ich habe nur betrachtbar gemacht. So kann man nur gucken hier. Hier sind die wichtigen Vereine. Sonst Topspieler Harry Kane und so. Ja, also so genau sieht man das nicht. Die Tabelle. Oder? Können wir mal kurz gucken. Nationalmannschaft, Taktik, Terminplan, Vereine, Spielergebnisse. Ja. Hier sehen wir auf jeden Fall, Liverpool ist auf Platz 1. Hier sehen wir so die Tabellen. So eine Art Man City auf 3. Wer ist auf Platz 2? Steht ja gar nicht, ne? Naja, wie man es auch nimmt. Na gut. Da wir das nur auf betrachtbar gemacht hatten, muss ich halt demnächst mal ändern. Ah gut, hier sieht man das. Hier sieht man das doch. Unter Posteingang und dann liegen im Fokus. Da steht schon, Liverpool ist erster, zweiter Man City. Hier spanische Liga, erster Barca, zweiter Atletico, dritter Real, vierter Valencia und so weiter. Hier können wir auch nochmal unten gucken, wer da so steht. Französische Liga, ja, Paris, ne? 11 Punkte Vorsprung von Monaco. Dritter Stade Rennes, vierter Marseille, fünfter Nizza, sechster Lyon. Und so weiter. Lille, 11. Hier sind Italien, AC Mailand 1., 2. Neapel, 3. Atalanta, 4. Inter. Ah, Juve 6. Okay, ist auch nicht so berauschend. Abstiegsplätze Torino, Spezia, Cremonese, bei Cremonese. Portugiesische Liga haben wir hier auch. Ja, Salzburg 1., ist klar. Ja, die Top-Mannschaften halt unter die ersten drei. Ist ja nichts Neues. So, Niederlande. Ja, Feyenoord. Erster, zweiter Ajax, dritter PSV, vierter AZ. Go Ahead Eagles sind 16. Volendam, 17. Warwick, 18. Ja, das sind so die Tabellen. Kader geht im Urlaub. Dritte Liga für die Weltmeisterschaft unterbrochen. Ja. Wo wir nichts damit am Hut haben eigentlich, ne? Aber gut. Ja, ein bisschen machen wir jetzt hier noch. Wird nicht mehr allzu viel passieren, wie gesagt. Ja, ab Januar sind ja die Transfersmärkte offen. Das Blöde ist halt, die haben keine Spielpraxis und so. Das heißt, wir müssen eigentlich Testspiele vereinbaren, ne? Mal, wann spielen wir denn wieder? Am 14.01. Ach, die Spieler sind sowieso im Urlaub, ne? Ja. Ja, ich glaube, die kommen am 1. dann wieder, meine ich. Und da können wir dann Testspiele machen. Also am 1. Januar sind die, glaube ich, wieder da. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Angebot, ja, können wir doch annehmen. Wann denn? Gebühr 45.000, 90 Minuten.
Können wir annehmen. Ja, können wir auch annehmen. Das ist kurz vor dem ersten. Also kurz vor Monat 1 ist das. Belkair. Normalerweise, warte mal. Der geht ja sowieso ablösefrei, ne? Also ich würde jetzt Lex nochmal anbieten. Für Ablösesumme zu 28k, ne? Wir machen mal 10k. Wiltsch, genau. Da würde ich sogar 0 Euro machen. Stefan Lex haben wir. Lang. Ja, hier den Kretschmer. Da können wir auch nochmal Vereine anbieten. Der ist 70k, sagen wir mal. Da sagen wir mal 100k. Ojamba. 40k ist der. Dann würde ich den 10k anbieten jetzt. Moll geht ja, Freitag. Ja, das andere war's, ne? Wir gucken mal, vielleicht kriegen wir da was raus. Wenn nicht, dann nicht. Keine Angebote. Ich warte nur mal ein paar Tage. Ja, mal gucken, vielleicht mache ich auch das nur persönlich für mich. Also dann so gesehen könnte das sein, dass wir uns in der nächsten Folge dann direkt beim Spiel treffen oder sagen wir mal, oder am 1. Januar halt, wenn auch die Transfers wieder offen sind. Weil allzu viel mache ich ja jetzt nicht, sind ja nur die Testspiele. Dann versuche ich noch nebenbei hier ja, kann man auch machen. Hier sind wir schnell. Versuchen, die Spieler anzubieten. Dann kann man auch noch mal gucken, wie das aussieht mit Potenzial hat er, ne? Wie gesagt, ich will die auf jeden Fall noch loswerden. Ne? Ich kann dann auch noch mal gucken, wie so eine Vertragsauflösung geht. Ne? Ob das auch umsonst ist oder wie auch immer. Ne, wir schauen mal. Also, ich gucke mir das auf jeden Fall mal an. Wie gesagt, ich biete die Spiele auch noch an. Zweite Mannschaft ist halt problematisch, ne? Das ist halt so eine Sache. Ja gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ja, ich bin halt neu am Überlegen, ob wir direkt hier anfangen oder wo ich aufgehört habe oder ob wir im Januar starten. Schauen wir mal, da wäre ja ein Monat dann. Aber wie gesagt, so lange würde ich jetzt halt einmal die Spiele versuchen da abzugeben, hier Lex und so weiter. Ja, zur Not auch für 0 Euro alle. Ja, wir gucken mal und.
Dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich sage so lange Tschüss und bis dann.